Ja, hallo Leute und herzlich willkommen heute mal zu einem Einkaufsvideo bei Kaufland. Wir werden einfach mal gucken, was es bei Kaufland so für Angebote gibt und Neuheiten, wenn sie existieren. Ich sehe hier einmal zu Anfang, man kann schon Halloween-Kürbisse kaufen, Leute, für 4,99 €. Alter, guckt euch einfach mal diese riesigen Kürbisse an. Die sehen jetzt auf dem Bild gar nicht so groß aus, aber sie sind einfach doppelt so groß wie mein Kopf. Ja, dann bauen die Supermärkte auch hier schon langsam so, ja, die Weihnachtssüßigkeiten auf. Einmal Cranberry, Lebkuchen her. Das sind jetzt keine Neuheiten, aber in einem neuen Design, meine ich. Diese Teesorten, das sind alles winterliche Sorten. Zimtorange, Zimtplätzchen, nee, Zitronenplätzchen. Die gibt es das ganze Jahr über, Leute. Das ist kein Scherz. Die gibt es das ganze Jahr über. Die waren ab letztes Jahr Weihnachten nicht ausverkauft. Das ist so krass. Ja, hier haben sie auch schon jetzt die Lebkuchenabteilung aufgebaut. Diese Kinderschokoladen-Weihnachtsmänner, die gibt es allerdings noch nicht. Da suche ich jetzt schon nach. Und ich sehe hier einfach, die gibt es auch jedes Jahr. Einfach so eine riesige Dominosteinverpackung. Einfach so 100, einfach so 1,25 Kilo. Wer isst denn so viele Dominosteine, bitteschön? Ja, dann haben wir hier noch einmal diese Nippon-Puffreis-Dinger in Zartbitterschokolade. Die sind neu im Sortiment. Die mit weißer Schokolade gibt es auch, aber die sind limitiert. Für Leute, die sie noch nicht probiert haben, es gibt sie noch bei Kaufland. Das habe ich mir jetzt mal nicht zum Testen mitgenommen, aber sie sind trotzdem neu. Und zwar die Ofenchips mit 60% weniger Fett. Also ja, da ist jetzt auch keine Sorte bei, die mich jetzt geschmacklich irgendwie wirklich reizt. Deswegen lasse ich das einfach mal hier stehen. Die nehme ich mir aber auch nochmal mit. Und zwar die Balsenkekse in der Sorte mit Kokos. Ja, Leute, die sind richtig geil. Und alle Balsenkekse sind bei Kaufland diese Woche im Angebot. Für 1,49 €. Und die mit Kokos sind wirklich richtig, richtig lecker. Ja, im Angebot für 1,49 € haben wir hier oben auch nochmal Exquiser Quarkcreme. Da gibt es alle möglichen Sorten. Und für 44 Cent das Grand Dessert. Auch in allen möglichen Sorten mit Vanille, Kaffee, Schoko, Karamell und so weiter. Könnt ihr euch alles aussuchen. Ja, naja, also das war's auch schon. Ich weiß auch nicht, was ich euch beim Einkaufen immer noch zeigen soll. Seid mir nicht sauer, wenn mal eine Woche kein Einkaufsvideo kommt, weil es gibt einfach keine Neuheiten. Es ist einfach nur langweilig. Deswegen halte ich jetzt einfach nochmal bei Lidl an und zeige euch nochmal ein paar Dinge bei Lidl. Vielleicht gibt es ja da etwas Neues. Ich befürchte nicht. Obwohl hier für alle Proteinfreunde gibt es jetzt ein neues Proteinpulver in der Sorte mit Orange und Mango Zero. Und das ist sogar auch vegan. Dann neue Proteinchips in der Sorte mit, weiß ja nicht welche Sorte das ist, mit Pepper oder so. Das ist ja sowieso gar nichts für mich. Deswegen nehme ich das auch nicht mit. Ansonsten sehe ich hier jetzt nichts Neues, wobei, doch, da sehe ich einen Aufsteller. Und zwar mit Finn Curry Limited Edition. Die Sorte mit Kokos und Ananas gab es letztes Jahr auch schon. Mit Mango und Passionsfrucht weiß ich gar nicht, ob es die letztes Jahr schon gab. Und ganz neu Vollmilch und Banane. Die beiden habe ich mir nochmal mitgenommen. Dann haben wir hier einmal Müllermilch im Angebot. Ja, auch die richtig geile Müllermilch. Richtig, wo man den Deckel oben abziehen muss. Da haben wir früher als Kinder immer so Plastikstrohhalme reingehauen und dann, ja, die Müllermilch mit dem Strohhalm getrunken. Ja, Leute, da kann ich mich noch dran erinnern. Ansonsten wird es bei Lidl auch recht langweilig, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt nur die Schokoladen mitgenommen. Ja, gut, das war es dann auch schon. Eine kürzere Einkaufstour und das auch noch durch zwei Supermärkte. Aber manchmal kann man einfach nicht mehr filmen, wenn nicht wirklich Neuheiten da sind, Leute.